Ich habe eine Freundin, die ist Krankenschwester. Von Ralf Butschko. Mein Bruder Ben wurde am Blinddarm operiert. Gemeinsam mit Mama und Papa besuche ich ihn jeden Tag auf der Kinderstation. Dort hat Ben eine sehr nette Krankenschwester, die sich um ihn kümmert. Sie heißt Anna und wir sind schon richtige Freunde. Heute will Anna mir einmal alles im Krankenhaus zeigen. Zuerst das Schwesternzimmer. Es muss immer besetzt sein. Hier steht der Computer mit den Krankendaten der Patienten. Anna erklärt, so können wir sehen, was dem Patienten fehlt und wie er gepflegt werden muss. Im Schwesternzimmer kommt auch das Signal an, wenn ein Patient nach dem Pflegepersonal ruft. Dafür ist an jedem Bett eine Klingel. Als wir in der Notaufnahme ankommen, hält dort gerade ein Rettungswagen. Ein Kind wird auf einer Trage herausgeschoben. Das ist doch Niklas aus meiner Klasse. Eine Verletzung am Ellenbogen und Verdacht auf Gehirnerschütterung, sagt der Fahrer. Die Eltern sind schon unterwegs. Ein Krankenpfleger fährt Niklas in die Notaufnahme. Hallo Nina, sagt Niklas, als er mich sieht. Hattest du auch schon einen Skateboardunfall? Niklas Eltern sind noch nicht da. Deswegen begleiten Anna und ich ihn in das Behandlungszimmer. Dort wird Niklas von einer Ärztin untersucht. Du hast eine leichte Gehirnerschütterung, sagt die Ärztin. Und den Ellenbogen schauen wir uns lieber genauer an. Er muss geröntgt werden. Im Röntgenraum wird Niklas Arm auf einen Tisch gelegt. Niklas trägt eine Bleischürze, die den übrigen Körper vor den Röntgenstrahlen schützt. Die Strahlen gehen durch den Arm durch, sagt Anna. Dann können wir auf einem Bild die Knochen sehen. Die Ärztin prüft die fertigen Bilder. Zum Glück hat sich Niklas nichts gebrochen. Als nächstes schauen wir in den Operationssaal. Hier muss alles ganz sauber sein, erklärt Anna, damit keine Bakterien oder andere Krankheitserreger in den Körper des Patienten gelangen. Gerade bereiten zwei OP-Schwestern eine Operation vor. Sie tragen OP-Kleidung, Mundschutz und Gummihandschuhe. Jetzt zeigt mir Anna die Intensivstation. Auch die dürfen wir nicht betreten. Durch ein Fenster sehe ich viele komplizierte Apparate. Hierher kommen Patienten mit lebensbedrohlichen Verletzungen oder nach einer großen Operation, sagt Anna. Das Pflegepersonal und die Maschinen überwachen die Patienten rund um die Uhr. Im Gipsraum werden verletzte Arme und Beine geschient, damit sie besser verheilen. Anna erzählt, dass dafür heute meist Kunststoffbinden verwendet werden. Gerade gipsen ein Arzt und eine Krankenschwester das gebrochene Bein eines Jungen ein. Ich helfe bei der Auswahl seiner Gehhilfe. Wir entscheiden uns für die gelbe. Und jetzt zeige ich dir meine Lieblingsstation, schlägt Anna vor. Das ist die Neugeborenenstation, erklärt Anna fröhlich. Hier werden die Babys nach der Geburt untersucht. Und wofür ist der Glasbehälter? Frage ich. Darin werden die Kinder versorgt, die zu früh auf die Welt kommen, antwortet Anna. Er heißt Brutkasten. Als sie wieder in Bens Zimmer ankommen, liegt Niklas im Bett neben ihm. Seine Mama ist gerade zu Besuch. Eine Stationsschwester erklärt ihr, dass Niklas wegen der Gehirnerschütterung noch 2 Tage im Krankenhaus bleiben muss. Ben findet das toll. Dann werden wir beide gleichzeitig aus dem Krankenhaus entlassen und bis dahin haben wir bestimmt noch viel Spaß zusammen. Anna schenkt mir zum Schluss noch einen kleinen Verbandskoffer. Da ist alles drin, was eine richtige Krankenschwester für den Anfang braucht, sagt sie. Toll, wenn ich groß bin, werde ich bestimmt auch Krankenschwester. Bens Schwesterherz bin ich ja jetzt schon.